Schreiben lernen. Wohl jedes Kind will zu Beginn seiner Schulzeit auch das schaffen, was die Erwachsenen schon können. Buchstaben, Worte und ganze Sätze selbst aufschreiben. In mühsamen kleinen Schritten müssen sich die Sechsjährigen diese jahrtausendealte Kulturtechnik erschließen. Das Schreiben können ist es, was uns später in die Lage versetzt, Wissen festzuhalten und Erfahrungen zu überliefern. Es ist einer der ganz wichtigen Schritte hinein in die Welt der Erwachsenen und ziemlich anspruchsvoll. Handschrift ist ja was ziemlich motorisch Komplexes und unser Gehirn kann solche motorisch komplexen Sachen. Und wenn es die ausführt, wird es auch beansprucht. Nun weiß man, immer wenn das Gehirn beansprucht wird, ändert sich das Gehirn. Man spricht von Lernen. Weswegen ja jeder weiß, wenn er sich eine Liste macht mit Dingen, die ihm wichtig sind, dann kann er die Liste auch verlieren, er hat es noch im Kopf. Denn die Handschrift ist gewissermaßen der Weg in unser Gedächtnis. Und genau deswegen ist es wichtig, dass Kinder die Handschrift lernen. Aber Smartphone, Tablet und Computer haben zum Großangriff gegen die Handschrift geblasen. Das Rumtippen auf Bildschirmen und Tastaturen ist effizienter und viel leichter zu erlernen. Götterdämmerung im Reich der Handschrift? An einigen Schulen wird bereits nur noch eine Grundschrift unterrichtet, Druckbuchstaben. Man kann, aber muss sie nicht verbinden. Welche der beiden Schriftarten nun gelernt werden soll, ist selbstverständlich Sache jedes Bundeslandes. In Sachsen-Anhalt ist noch verbundene Handschrift Pflicht. Ich bin schon der Meinung, dass man in der Grundschule eben die Kulturtechniken, wie sie so schön genannt werden, lernen sollen. Dazu gehört eben Lesen, Rechnen, aber auch Schreiben im Sinne von Handschrift. Und das ist schon aus meiner Sicht auch eine essentielle Notwendigkeit, die wir hier in Sachsen-Anhalt auch so verankert haben. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon, die Schreibschrift hier auch als Kulturtechnik nicht nur zu bewahren, sondern auch kommenden Generationen zu überantworten. In Sachsen-Anhalt und auch in Sachsen ist das Erlernen der gebundenen Schreibschrift im Lehrplan festgelegt. Am Ende der 4. Klasse müssen alle Schüler die verbundene Handschrift können. Mit ihren Häkchen und Schleifen, feinmotorisch anspruchsvoll. Aber wenn man es kann, befördert das nicht nur das flüssige Schreiben. Es bringt auf jeden Fall mehr Gewinn, einmal für die Konzentration und für das ganze Denken und Lernen. Und dann ist es ja auch ganz wichtig, wenn die Buchstaben verbunden werden, das hilft unheimlich auch für das Lesenlernen. Denn beim Lesenlernen müssen die Kinder auch erstmal ganz mühsam die einzelnen Buchstaben zu Wörtern zusammenschleifen. Und in der Schreibschrift werden die Buchstaben zu einzelnen Wörtern verbunden. Und daher ist es auch ganz wichtig für das Leselernen. In Thüringen aber ist die verbundene Schreibschrift kein Muss. Hier steht nur noch die Druckschrift im Lehrplan. Aus der sollen die Kinder dann eine gut lesbare, individuelle Handschrift entwickeln. Über den Weg dahin kann jede Schule selbst entscheiden. Verbindliche Vorgaben dazu sucht man vergebens im Thüringer Bildungsplan. Und nicht nur da. Neben Thüringen steht auch in Rheinland-Pfalz und Hessen nichts von einer verbundenen Schrift auf dem Lehrplan. Ob die verbundene Handschrift in diesen Ländern gelehrt wird oder nicht, kann jede Schule selbst entscheiden. Im Gegensatz zu Deutschland scheinen die Finnen geradezu schmerzfrei. In Finnland lernen die Kinder nur noch Druckschrift, für den Notfall. Das Ziel nach der 4. Klasse? Mit 10 Fingern zügig tippen können. Hirnforscher warnen vor solchen Vereinfachungen. Das Gehirn ist wie ein Muskel. Wenn man es nicht benutzt, dann verkümmert es. Und das ist eben mit den Fähigkeiten des Muskels so und das ist mit den Gehirnfähigkeiten auch so. Noch schlimmer ist es, wenn man sie gar nicht erst erwirbt. Also wenn zum Beispiel die Finnen sagen, unsere sechsjährigen Jungens gerade, die sind so ein bisschen motorisch schwierig und deswegen lassen wir die Handschrift weg, dann müssen wir die damit nicht triezen. Das ist etwa so, wie man sagen würde, also die Kinder können immer schlechter rechnen, lassen wir doch Mathematik als Schulfach weg, da braucht man sie damit nicht triezen. Ja, wenn sie Mathematik in der Schule nicht haben, dann üben sie ihren Geist nicht und sind deswegen in ganz bestimmten Dingen, die man heute sehr viel braucht, ganz schlecht. Es ist also nicht nur Nostalgie, die den Wert der Handschrift ausmacht. Wer mit der Hand schreibt, lernt auch besser. Die eigene Schrift ist immer auch Ausdruck unserer Persönlichkeit. Sie gehört zu unserer Identität. Das alles zugunsten von Effizienz und Schnelligkeit aufs Spiel zu setzen, kann fatale Folgen haben. Wenn wir die falschen pädagogischen Weichenstellungen einführen in der Grundschule, dann kann die Handschrift verloren gehen. Und was kulturell verloren geht, ist auch ganz schwer wieder zu etablieren. Deswegen sollten wir alles dran setzen, kulturelle Errungenschaften, die wir über Jahrtausende sozusagen uns aufgebaut haben, nicht wegen irgendeinem Hype oder wegen vermeintlicher Vereinfachungen, die uns letztlich nicht weiterbringen, sondern uns behindern in unserer Entwicklung, dass wir die aufgeben.